Hallo, meine lieben Freunde der Übersetzung und willkommen zurück zu einer neuen Folge Scratching Dawn Remake. Diesmal die Episode 3, vielleicht die finale Folge, also wahrscheinlich die finale Folge. Und wir tippen unseren Safe Code ein. Und haben das hier, nämlich dass Gobo und Pico gemeinsam gefallen sind, dass Terra Scratch nicht mag, dass Giga irgendwas mit Scratch gemacht hat, dass Nano ist entkommen ist und Terra ist auch entkommen. Bedeutet, bis jetzt leben noch alle. Bis jetzt. Ich habe es vorher noch nicht angespielt. Heißt eigentlich müsste ich jetzt FN F11 drücken, aber damit man das hier unten nicht sieht. Also eigentlich müsste ich jetzt FN F11 drücken, damit man das alles hier unten nicht sieht, aber dann geht die Aufnahme wieder aus. Das wäre auch nervig für euch und für mich. Spannung. Kann es sein, dass wir erfrieren? Okay, ich habe gerade die Leertaste nicht so richtig gefunden. Und ich hoffe, man hört mich, weil das Spiel doch relativ laut ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das jetzt alles darstellen soll, aber eventuell kann er nicht sehen. Höchstwahrscheinlich kann er nicht sehen. Oh, ganz schlecht. Au. Au.
Ich wollte doch nur die Lautstärke leiser machen. Ja, einfach ignorieren. Oh, das hätte auch passieren können. Oh, aha. Ach so, sonst wäre Gobo auch noch. Aha. Scratch hätte dann theoretisch auch noch. Okay. Ja, sie haben jetzt das Ganze endlich mal auf Englisch gemacht. Die Sprache nicht mehr so Google-Übersetzer-mäßig. Das hier ist tatsächlich nicht meins. Aber wenn ihr das hier seht, dann seid ihr sowieso schon dort. Machen wir mal so. Es war eine ziemlich kurze Episode jetzt. Ja, die Untertitel funktionieren nicht im Fullscreen, also ja, da kann ich nichts machen. Also ich wüsste jetzt nicht, was. Vielleicht kann man was machen. Aber scheinbar war es das jetzt. Wir spielen als nächstes den Scratching Dawn normalen Story Mode ohne irgendetwas. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen her. Ja, genau, damals, das sah damals so aus. Dann kam irgendwann Color Divide. Habe ich auch privat gespielt. Invasion 1 habe ich privat gespielt. Eigentlich habe ich so ziemlich alles von den Story Modes schon mal privat gespielt, außer jetzt Nano Story und der Scratching Dawn Remake. Den habe ich jetzt gemeinsam mit euch zum ersten Mal gespielt. Aber es freut mich, dass ihr bis hierher dabei wart. Habt noch einen schönen Tag und tschüss.